Moin moin und willkommen zurück zu Stellaris. Wir sind fröhlich dabei, unsere Flottenkapazitäten nach oben zu pumpen, denn unser neuer pazifistischer Vogelnachbar muss da erstmal in seine Schranken verwiesen werden. Hervorragend, und wir haben eine neue besiedlungsfähige Welt erreicht. Oh, und unsere erste Kolonie ist fertig. Also, Rivalität ist erklärt. Arbeitslosigkeit haben wir auf dem Schirm. Das wird auch schon behoben, weil da schon was gebaut wird, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben unsere Kolonie. Sehr schön. So, dann gucken wir mal. Also, einen Raumhafen können wir uns im Moment noch nicht leisten. Aber was wir machen können, wir können gucken, dass wir uns einen Gouverneur rekrutieren. Ja, mal gucken, was es hier so gibt. Einen, der billiger zu rekrutieren geht. Einen, der die Baukosten senkt. Und schneller bauen lässt. Und einen, der die Nahrung. Ich glaube, wir nehmen den mit den Baukosten. Das kommt uns sehr entgegen. So, dann ist hier nämlich mal alles ein bisschen billiger. So, und wir sind jetzt nahrungsmitteltechnisch 3 im Überschuss. Das heißt, das Wachstum wird auf jeden Fall geboostet. Und wir können mal gucken, dass wir... Ah, wir sind sogar 1 positiv. Das dauert eine Weile, ne? Bis der jetzt hier ausgewachsen ist. Oh ja, das dauert 30 Monate. Okay. Also nicht ganz wegen dem 1,2, aber den lassen wir jetzt erstmal ein bisschen vor sich hin wachsen, den Planeten. Und gucken, ob wir uns irgendwann einen Raumhafen leisten können. So, jetzt gucken wir sicherheitshalber nochmal hier nach. Ich hatte hier eigentlich gebaut, ne? Kann man das irgendwo sehen? Ich hatte doch hier irgendwo, wo der... Ach nee, hier, ich hatte das entfernen lassen, genau. Sehr schön, genau. 34 Tage noch und dann können wir da eine Energiegewinnungsanlage draufsetzen und den Arbeitslosen da draufsetzen. Sehr schön. So, da kommt ein neues Kolonieschiff auf jeden Fall hin. Das heißt, wir müssen jetzt auch bald auf Kolonieschiff wieder sparen. Dann können wir den hier schön einkesseln, den Typen. Wie groß war der Planet? Das wollte ich mir noch angucken. Oh, was ist hier schon wieder? Instabile Tektonik. Titanisches Leben, Sozialforschung plus bla. Aber es ist halt schön groß, ne? Maximale Zufriedenheit ist also 70%. Na gut, wir gucken mal, wie das System hier so noch läuft. Wissenschaftler Eis auf Burgundy hat die nächste Stufe erreicht. Unser Forschungsschiff wird langsam besser. Stufe 4, das heißt, wir können uns dann bald mal diese Zweier-Anomalie wahrscheinlich angucken. Ja, guck mal, nur noch Fehlschlagsrisiko von 35%. Ich glaube, wir hetzen den dann da mal hin, wenn wir fertig sind. So, Construction complete. Das heißt, wir können jetzt hier beginnen unser... Interessant. Oh, da sind die nächsten Aliens, glaube ich, die uns kontaktieren. Ich spreche für Geschäftsführer Herr Schkrrr, wohlhabende Elite von Polity of Keshsura. Da wir immer auf der Suche nach neuen Handelspartnern sind, hoffen wir, dass wir ein Abkommen erreichen können, von dem unsere beiden Nationen profitieren werden. Wir werden uns nicht zurückhalten lassen. So, die gucken wir uns gleich an. Ich mache kurz Pause. Wir wollten ein Kraftwerk bauen. So, ist das mal erledigt? Ja. Technologie erforscht. Wir können Verteidigungsplattformen bauen. Sehr schön. Dann wollen wir jetzt als nächstes stärkere Armeen. Stärkere Armeen und mehr Mineralien. Oh ja. Oh ja. So. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Unsere Militärflotte hat mittlerweile eine Stärke von 176 und es wird noch fröhlich gebaut. Wie viele haben wir noch in der Pipe drin? 2 noch. Es wird langsam. Es wird langsam. Was haben wir eigentlich erforscht? Ach, Verteidigungsplattform, ne? Da könnten wir natürlich mal gucken, dass wir dann hier eine Verteidigungsplattform irgendwie auf die Seite setzen. Aber ich glaube, im Moment haben wir keine Kohle dafür mit 13 Einkünften. Das ist ein bisschen arg dünn. Aber wir können schon mal mit dem Konstruktionsschiff auch hier hinfliegen. Hier gibt es nämlich auch noch was zu bauen, ne? So im Sinne von Mineralieneinkünfte. So, die anderen Typen sind hier drüben, ne? Gucken wir uns die mal an. Also. Fanatisch-pazifistisch. Was ist das nur für ein Gümmelhaufen? Also, okay, die nehmen wir uns als nächstes dann vor. Was ist bei denen nur los? Was ist euer Problem?
Was ist nur euer Problem? Warum seid ihr alle Pazifisten? Das ist ja fürchterlich. Es wird ja ein, das wird wie ein Kind den Lolli zu klauen, in diesem Sektor der Galaxie zu überleben. Hahaha, ha, ha, hoffe ich zumindest. Gut, wir werden sehen. Also, wir haben 200 erreicht. Und wir können uns hoffentlich gleich noch ein Schiff leisten. Ich will ein bisschen stärker sein als er. Ich will ein bisschen stärker sein. Und dann ziehen wir da marodierend drüber und machen ihm alles kaputt. Oh ja. Können wir auch Armeen ausheben, um den schon mal zu invasieren? Ich glaube, wir fangen schon mal an zu rekrutieren, würde ich sagen. Construction complete. Kann keine. Ach so. Ah. Die kosten auch Kohle. Verdammte Axt, warum kostet das Kohle? So. System Survey complete. 226. Na komm, einen nehmen wir noch mit. Einen nehmen wir noch mit. So. Gut, jetzt ist unser Forschungsschiff hier fertig. Das heißt, wir können das jetzt mal diese Anomalie erforschen lassen. Erforschen führt diesen Befehl bereits aus. Alles klar. Gut. So, letztes Schiff, bevor unsere Kriegsflotte sich in Stellung begibt. Ich hoffe inständig, dass ich mich jetzt nicht komplett verkalkuliere. Aber wo willst du denn hin? Ach so, wir kommen da nicht mehr durch, ne? Der muss jetzt komplett außen rumfliegen. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja richtig ekelhaft. Na gut, aber muss er ja. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ich kann da gleich ein paar Systeme erforschen. Das ist ja gar nicht schlecht. Was ist denn das für ein Riesen? Ach so, man kann hier echt nicht rüberspringen. Das ist einfach, unsere Warp-Antriebe können so viel noch nicht. Hammer. Naja, danach wissen wir auch gleich wieder ein bisschen mehr über die Systeme da. Gut, das heißt, Militärflotte wird gemacht. Wir müssen noch Truppen ausheben, damit wir auch gegebenenfalls mal was invasieren können. System erkundet. Bau abgeschlossen. Okay. Pause, Diplomatie. Freunde, wir erklären Krieg. Es hilft alles nichts. Ach ne, wir ziehen erstmal, bevor wir den Krieg erklären, ziehen wir erstmal unsere Flotte hier runter, ne? Nicht, dass sie noch ewig brauchen. Was denn jetzt? Ja, wir bauen doch schon irgendwo, oder? Hier wird doch ein Kraftwerk gebaut. Alles wird gut. So, wir können den Arbeitslosen da schon mal hinsetzen. Der Arbeitslose macht nämlich Strom und dann macht er gleich noch mehr Strom, wenn das Ding fertig ist. Super. Alle sind glücklich. Alle sind glücklich. So, wie sieht's auf Short aus? Das dauert alles noch ein bisschen, ne? Das dauert alles noch ein bisschen. So, wir wollen nämlich die First Murder hier so positionieren, dass wir quasi direkt sprungbereit sind, wenn der Krieg beginnt. Und dann reißen wir dem einfach mal stumpf seine Hütte ab, würde ich sagen. Weil Pazifisten kann ich nicht ertragen. Das geht nicht. Also... Nee, also nicht als Militarist. Und danach kommt der dran, weil also fanatisch pazifistisch zu sein, ist ja noch viel schlimmer. Der dürfte ja theoretisch gar keine Kampfschiffe haben. Ha! Theoretisch. Ich befürchte, dass das alles ein bisschen anders aussieht, aber... Construction complete. Evading hostile fleet. Oha! Eine Pirate Fleet getroffen. Derzeit ihr auszuweichen. Was? Wir müssen ausweichen. Night Terrors. Diesen Non-Konformisten werden wir zeigen. So. Wo sind die? Sind die hier vorne? Tatsächlich? Ich glaube, es hackt. Ja, da können wir ja gleich mal unser erstes Manöver fliegen, wa? Den Typen hier mal zeigen, wo der Hammer hängt. Sehr schön. Im System Short. Ich werde was erzählen, werde ich euch. Attacke. Hier. Fertig machen. Los. Bringen wir die hin. Wohin seid ihr? Nach Speaker. Okay, die nehmen die Verfolgung auf. Wir nehmen die Verfolgung auf. Hyperraumantriebe werden geladen. Und wir springen hinterher. Glaubt ihr nicht ernsthaft, dass ihr hier einen Speaker irgendwie einen Stich ziehen werdet, oder? Tja, so ist das mit dem Krieg führen. Kaum will man Krieg führen, kommt der Krieg zu einem selber zurück. Und ich hoffe, wir springen jetzt quasi auf den Kopf mit unserer doppelt so starken Flotte. Hier kann unser Admiral direkt mal Erfahrungen damit sammeln. Hallo, Freunde. Hallo. Da sind wir. Hostile Fleet engaged. So, mal gucken, wie es so läuft. Schießen wir schon?
irgendwie machen wir gar keinen Schaden, ne? Und ich krieg ganz viel Schaden. Was ist hier los? Nicht die Schiffe kaputt machen, Herr Admiral. Nicht die Schiffe kaputt machen, ich brauche die noch. Könnte ich schon wieder alles aufbauen. Von neu. So, ich hoffe, wir kommen ja auch mit 10 Schiffen raus. Aber es sieht gut aus, jetzt machen wir auch nicht. Oh, oh, das sieht nach Verlusten aus. Wir werden gleich Schiffe verlieren. Wir haben das erste Schiff verloren. Aber wir schlagen jetzt auch mächtig zurück. Ein bisschen Verlust ist immer. Na komm, den schafft ihr jetzt auch noch, ohne dass wir drauf gehen, oder? Jawohl. Sehr gut. Also, wir haben ein Schiff verloren. Das ist halbwegs akzeptabel. So, und dann schicken wir die mal zum Reparieren in den nächsten Raumhafen. Aber ich befürchte, wir müssen auch ein bisschen noch ein Schiffe nachbauen. Das funktioniert so noch nicht. Wenn wir schon mal da sind, wird direkt nachgestockt. So, und dann wird dieser komische Raumhafen da zerlegt. Ich glaube, es hackt, hier mit sowas anzukommen. Ja, also Krieg verzögert sich noch ein bisschen. Wir müssen erstmal ein bisschen interne Probleme mit den Piraten klären. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass uns das nur stärker macht. Unser Admiral hat auch ein bisschen Erfahrung zumindest erlangt. Zumindest ein bisschen. Oh, vielleicht sind auch die Schilde jetzt fertig. Nee. Na gut. So, planetare Vereinigung, Biolabor, Unterhaltskosten für Armeen 10% senken. Ja, klingt gut. Weg mit den Unterhaltskosten für Armeen. Niemand will das. Es geht dann auch hoffentlich ein bisschen... Oh, das ist aber eine teure Forschung. Eine sehr teure Forschung. So. Jetzt sind wir schon im Orbit und lassen uns reparieren. Research complete. Noch nicht ganz. Jetzt sind Schilder aber fertig. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So, was gibt's jetzt? Verbesserte Schilde. Hammer. Aber ich glaube, ein Energiehub ist nicht schlecht. Aktive Gegenmaßnahmen. Wächterpunktverteidigung. Ist auch nicht schlecht. Globale Energieverwaltung. Wächterpunktverteidigung. Aktive Gegenmaßnahmen einleiten. Und los. So, wir können jetzt Schilde in unsere Korvette rein konzipieren. Das heißt, wo ist sie? Da. Angriffsrumpf, natürlich, was auch sonst. Wir haben ein bisschen Strom noch übrig. Ich befürchte aber, so richtig gut wird das nicht sein, wenn wir ein Schild reinbauen. Das reicht, wenn wir jetzt einen Kernspaltungsreaktor reinbauen. Ja, verrückt. So. Gibt es hier irgendwas Neues? Nö. So, also ich überschreibe jetzt quasi das alte Schiffsdesign. Zack. Zack. Ja. Natürlich. So, und jetzt kann ich nämlich der Flotte dann auch gleich sagen. Zack, und vereinigt euch bitte. Fürstmörder wird gestärkt. Wir können die Flotte dann direkt mal upgraden lassen, sobald die mit dem Bau fertig sind. Also die werden jetzt repariert, dann werden sie geupgradet und ein Schiff kommt auch noch mit dazu. Und dann ziehen wir den Krieg. Dann haben die nämlich Schilde. Und ich glaube, Schilde gibt uns schon mal einen ganz coolen Vorteil. Was ist jetzt hier schon wieder los? Wo ist das denn? Ach so, das ist unser Forschungsschiff, was hier gerade die Reise um die Welt spielt, ne? Ja. Vollständig repariert. Sehr schön. Dann werden sie jetzt hoffentlich geupgradet. Jawohl. Ne, noch nicht. Noch wird gebaut. Alles klar. Also, noch wird gebaut. Aber guck mal, dann haben wir jetzt gleich wahrscheinlich irgendwie, wenn das neue Schiff dazu kommt, so 300 knapp an Kampfwert. Ein bisschen Schilde haben wir auch drauf, 302 sogar. Jetzt kommen dann die Schilde drauf. Schiffsverbesserung. Ja, noch nicht? Doch, irgendwie schon, oder? In Orbit einfliegen. Und verbessern. Warum will er jetzt nicht? Theoretisch sollte doch jetzt hier irgendwie... Positionseinnahme, ja. Guck mal kurz woanders hin. Irgendwas will er gerade nicht. Und verbessern.
Warum verbessert er denn jetzt meine Schiffe nicht? Irgendwie mag er mich gerade nicht. Alien-Schiffe. Gut, also gibt es jetzt halt keine Schiffsverbesserung. Wir bauen dann halt neue, wenn die kaputt sind. Ha! So, positionieren. Gut. Ach nee, wir wollten noch das Ding da wegräumen, richtig? Richtig. So, Konstruktionsschiff. Wo bist du hin? Hallo? Ach, das ist ausgewichen, ne? Gut, wir wollten ein wenig Ressourcen noch akquirieren. Sehr schön. Ah, jetzt hat sich dieser andere Typ dahin ausgebreitet, ne? Ich krieg einen Hals. Okay, aber die machen wir danach fertig. Die sind als nächstes dran. So, das lassen wir uns gar nicht erst gefallen hier. Mit sowas fangen wir nicht an. So, die First Murder ist unterwegs. Wir putzen noch diesen Raumhafen da weg. Ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt keine ordentliche Dings aufbauen können. Aber wir beginnen einfach mal eine zweite Flotte aufzubauen mit dem verbesserten Korvettendesign. So. Also normalerweise kann man die auch upgraden. Ich habe keinen Schimmer, warum das jetzt gerade nicht funktioniert hat. Irgendwie wollte die Position nicht sauber einnehmen. Wer weiß. Swoop. Und jetzt geht's erstmal gegen den Piratenposten. Und dann gucken wir mal, wie viel Schaden wir einfahren. Ob wir uns dann direkt noch die Pazifistenvögel schnappen können oder ob wir noch ein bisschen was zu klären haben erstmal im Sinne von reparieren. So, aktive Gegenmaßnahmen ist eigentlich auch nicht schlecht. Das dauert halt noch ein paar Monate. Dann können wir Raketen abfangen mit unseren Schiffen. Dann können wir so ein anderes Design noch dazwischen bauen, das sich darum kümmert, gegnerische Raketen abzufangen. Das ist Hostile Fleet engaged. Jawohl, und los. Ich hoffe, das Ding macht nicht so viel Schaden. 20 ist halt auch nicht wenig, ne? Oh, das geht ja. Cool. Die eine Korvette nimmt doch ganz gut Schaden, ne? Mal schauen. Also wahrscheinlich werden wir wieder eine Korvette verlieren. Aber wir gewinnen an Erfahrung. Ja, ich befürchte, die werden wir ganz knapp verlieren, ja. Dichter Rauch. Abgelegene Hügel in der Nähe einer Großstadt haben wir eine einzelne Aktivität, die verwüstete Roboter haben schon mit Terrorfahrzeugen umgeben, die so verfallen sind, dass sie bei Kleinstbildung auseinanderbrechen. Studienmaterial. Oh, Spezialprojekte. Liebe Spezialprojekte. Oh, ich glaube, wir schaffen es tatsächlich. Situation Log updated. Ganz knapp ohne Verluste. Sehr schön. So, und jetzt haben wir Trümmer, die wir erforschen können. Und ich würde sagen, wir positionieren uns jetzt für den Einsatz im Krieg, auch wenn jetzt ein Schiff ein bisschen angeschlagen ist. Das ist jetzt einfach so. Wir produzieren hier weiter neue Korvetten. Ich denke, wir werden Verluste aufzufüllen haben, wenn wir da jetzt gleich einreiten. Und das wollen wir natürlich ordentlich tun. So, erfahrungsmäßig ist es ein bisschen besser geworden schon. So, wollen wir ihm gleich sein Hauptsystem klauen, oder? Wir könnten eigentlich direkt in sein Gesicht springen, oder? Gut, Diplomatie. Die Vögel da. Und wir erklären ihnen den Krieg. Wir wollen euren Planeten haben. Bestätigen. So, damit haben wir jetzt festgelegt, was unsere Bedingungen sind für diesen Krieg und werden jetzt Fakten schaffen gehen.
Warpflugvorbereitung und engage. So. So nehme ich nicht, meine Freunde. So nehme ich nicht. Die Second Murder hat jetzt Schilde, oder? Ja. Die hat jetzt Schilde. Warum die nicht geupgradet hat, frage ich mich aber wirklich. So, wir haben Krieg erklärt und wir fliegen ins O-251, der hat aufgebaut. Wir dürfen ihn auf jeden Fall nicht an der Station angreifen, das wäre fatal. Das heißt, wir werden hier oben erstmal seine Bergbaustation... Wir provozieren ihn jetzt, wir putzen seine Bergbaustation weg. Das müsste für uns auch relativ verlustfrei machbar sein. Und dann kommt er hoffentlich mit seiner Flotte, weil wir können die Flotte auf keinen Fall hier am Planeten angreifen. Dafür sind wir zu schwach. 279. Oh, oh. Ich glaube, wir sollten zusehen, dass wir Verstärkungen ranholen. Construction complete. Die mergen wir dann alle rein. So. Wir wollen das da angreifen. Los geht's. Attacke. Ja, und wie das hier im Krieg so läuft, das sehen wir dann in der nächsten Folge. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.